Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute habe ich mir die Ausgabe vom März 1995, das war die zweite Ausgabe im siebten Jahrgang, herausgesucht. Ihr Hauptthema ist Marios Picross und Mega Man 5, was etwas verwundert. Ich hatte es gar nicht auf dem Radar, dass das so spät erschienen ist. Ich meine, 95! Ey, das ist schon krass, oder? Wie lange da noch Titel für das NES erschienen sind. Da war ja sogar fast das Super Nintendo schon alt und das Nintendo 64 war so langsam aber sicher auf den Schirm. Finde ich echt krass, dass sie dann hier noch quasi als Titelthema einen NES-Titel genommen haben. Aber naja, genug der Vorrede, schauen wir einfach mal rein. Wie immer das Inhaltsverzeichnis sehr schön aufgemacht. Ja, wobei man sieht schon, es dünnt sich zu langsam, aber sicher aus. Nur zwei Gameboy-Titel, das eine NES-Spiel, aber dafür Super Nintendo natürlich. Und auch da, oh, seht ihr das? Kid Clown, mein Lieblingsspiel überhaupt. Herrlich, 1A. Ja, die Mailbox, wie immer, schöne Zeichnung. Auch hier der junge Mann hier hat durchaus Talent, schöner Zeichenstil. Ja, kann was, ne? Dafür, dass es ein kleines Kind ist. Ach du Scheiße. Ein Blockkeks. Der ist ja herrlich. Also das kann man sogar einigermaßen erkennen. Es ist natürlich jetzt nicht super duper tippitoppi, aber oh, so Blockkeks würde ich auch mal nehmen, oder? Super Idee auf jeden Fall. Ja, ich glaube, solche Bilder, die haben alle Eltern von uns gemacht, oder? Ich halte euch mal besser in die Kamera. Habt ihr sowas auch, dass eure Eltern euch irgendwie auf dem Klo fotografiert haben? Ganz ehrlich, das hätte sogar ich sein können. Wo ich glaube, auf dem Klo habe ich Gameboy nie so gespielt, wobei das natürlich so ein bisschen Klischee ist. Ich sag nur, ne, der Onkel Weidemann mit auf dem Klo mit dem Gameboy eignet sich eigentlich so herrlich, mal so zwischendurch eine Runde Tetris zu spielen. Aber heutzutage hat man ja Handys, von daher braucht man das auch nicht mehr. Ja, kommen wir zu dem ersten Super Nintendo Spiel, Illusion of Time. Das sind ja jetzt keine Spieletests in dem Sinne, sondern eher ja, Tipps und Tricks, sage ich mal. Das Spiel hatte ich sogar damals, wobei ich sowohl damals als auch heute nie so wirklich, wirklich warm mit wurde. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt warum. Es ist irgendwie so komisch. Ihr spielt ja zum Beispiel hier diesen Typen mit der Flöte, ist das. Der kann in seiner Grundform quasi gar nichts. Doch, ich glaube, kämpfen konnte der. Es ist schon ewig her, dass ich da jetzt reingespielt habe. Also ich habe das Modul bei mir da. Ich habe es kurz angetestet, aber ist nicht großartig gezockt. Ja, und zwar könnt ihr dann halt bei den Dungeons in den Ritter und in so ein Elementarwesen euch verwandeln. Aber natürlich immer nur an bestimmten Stellen und nicht so quasi on the fly. Deswegen müsst ihr euch entscheiden, okay, hier möchte ich mit dem Ritter weitermachen. Und der kann natürlich andere Sachen als zum Beispiel der Junge mit der Flöte. Mit der Flöte könnt ihr zum Beispiel, gibt es so einen Knopf, da könnt ihr die Flöte so komisch drehen und per Telekinese Blöcke zu euch schieben oder auch wegstoßen, soweit ich mich richtig erinnere. Deswegen müsst ihr euch, ach genau, hier ist so ein Raum abgebildet. Auch das zeige ich euch mal in die Kamera. So sieht das aus. Ich habe auch die Musik von diesen Räumen noch im Kopf. Also im Prinzip technisch sehr gut aufgemacht. Geht zum Glück auch so seinen eigenen Weg, aber bei mir war so damals dieser Gedanke an Secret of Mana fest zementiert, sage ich mal. Und dadurch, dass das anders war, war es für mich komisch. Aber ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und so weiter, ist das durchaus nicht verkehrt. Vor allem, weil das Spiel so ein bisschen auch so Zeitabschnitte abarbeitet, sage ich mal. Da gibt es so eine Art Maya-Stadt und so weiter. Ihr reist da quasi durch historische, richtige Örtlichkeiten der richtigen Welt und nicht, das ist keine Fantasy-Welt. Also natürlich schon nicht die Welt so, aber man sieht, dass es sein soll, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, hier sind natürlich wieder ganz üblich, müsst ihr in Dungeons irgendwas einsammeln bei den Bossen, irgendwelche Kristalle oder so, ich kann mich gerade echt gar nicht erinnern, halt das Übliche. Also der Grundaufbau ist genauso wie bei Secret of Mana oder bei Zelda, ihr habt eine kleine Oberwelt, wo ihr kleine Aufgaben erledigt und müsst natürlich dann entsprechend in die Verliese und da dann das Richtige machen. Ne? Genau hier zum Beispiel die Inka-Ruinen und so weiter.
Ach ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Genau diesen Anlauf und Sprung, da habe ich damals echt lange gebraucht, bis ich das habe. Und zwar gibt es halt so eine Schräge, wo ihr dann quasi mit Schwung runterlaufen müsst, um dann über eine Ecke zu springen. Ja, bis ich das damals irgendwie gerafft habe, ich weiß auch nicht. Ja, hier kommen wir gleich dann schon zum Titel des Magazines. Gott, ich wollte den... Ja, zu spät sagt man ja auch schon mal der Titel. Deswegen aber... Der Titel ist natürlich, ne? Ja, mein Gehirn ist manchmal etwas auf Standby, sage ich mal. Also das Titelspiel, und zwar Mario Picross. Damals so an mich, mir komplett vorbeigegangen. Ich weiß, dass es da sogar Fernsehwerbung gab und so weiter. Ja, aber ich habe es nie gerafft und so auf den ersten Blick ist es auch nicht sehr zugänglich. Aber... Ich glaube, letztes Jahr war es das oder war es dieses Jahr irgendwann, habe ich einen Test zu dem Spiel gemacht. Und damit habe ich mich dann auch mit den Regeln beschäftigt. Und wenn man die drauf hat, die eigentlich relativ einfach sind, macht das Spiel echt viel Spaß. Ich habe sogar auf der Arbeit fast alle Arbeitskollegen mit Picross angesteckt. Es gibt natürlich jetzt momentan auf dem Handy auch Dutzende quasi kleine Spiele-Apps, die dieses Spielprinzip umsetzen, natürlich ohne Mario. Da haben sich alle ständig mit dem Handy irgendwelche Picross-Spiele gespielt. Ist auch schön, man löst kleine Rätsel und hat zum Schluss ein kleines Bild. Wenn ihr die Regeln nicht kennt, erkläre ich sie euch auch gerne mal. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne euch das Video anschauen, das Testvideo. Und zwar, ich halte es mal hier den Bildschirm an. Hier seht ihr ja so ein paar Kästchen. Und an den Rändern habt ihr immer verschiedene Zahlen. Zum Beispiel hier 3, 2. Das heißt, ihr müsst in dieser Reihe 3 nebeneinander, dann muss mindestens ein Feld frei bleiben und dann irgendwo 2 nebeneinander. Aber es muss mindestens ein Feld dazwischen frei sein, es muss nicht ein Feld sein. Und dadurch müsst ihr halt dann für Reihe gucken, wie es am besten die Kombination ist, weil ihr habt natürlich nicht nur die waagerechten Reihen, sondern auch die horizontalen Reihen. Und dadurch müsst ihr halt knobeln, wie müsste das wahrscheinlich sein. Und wenn ihr alles fertig habt, dann kommt ein Bild dabei heraus. Und das ist bei Mario Picross auch teilweise natürlich auch entsprechend in Nintendo-Charaktere, wie ein Goomba zum Beispiel oder irgendwie sowas. Und wenn man dieses Prinzip einmal verinnerlicht hat, dann ist das herrlich. Es wird natürlich immer komplexer, immer mehr Kästchen, immer mehr Zahlen und so weiter. Fängt natürlich sehr, sehr einfach an, ich glaube mit einem 5x5-Feld, wo das jetzt nicht so allzu wild ist. Aber es ist herrlich, es macht Suchterregend. Es ist sowieso wie so Doku, mit etwas Logik schafft man das. Und dann hat man zum Schluss als Belohnung so ein kleines Spiel. Natürlich alles zusammen mit so ein bisschen Mario-Charme und so weiter, der ja nie schadet. Also echt eine feine Sache, so ein kleines Knobelspiel. Ich glaube, es hätte sich auch besser verkauft, wenn das nicht unbedingt so spät erschienen wäre. Aber Puzzle-Spiele auf den Game Boy, wie ihr wisst, die gehen eigentlich immer. Ja, Pac-Man 2 für Super Nintendo. Das habe ich noch nicht gespielt, aber bin ich echt neugierig drauf. Und zwar denkt man ja an Pac-Man, an diesen typischen Labyrinth, wo man, ne, wacka, 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 die kleinen Pellets und Geister dann quasi auffrisst. Die Geister natürlich nur, wenn man hier das Super Pellet, boah, ich weiß gar nicht, wie die Begriffe sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, da haben sie das Spielprinzip genommen und da quasi so eine Art Adventure draus gemacht. Und zwar steuert ihr den Pac-Man nicht direkt, sondern indirekt. Und zwar habt ihr so eine kleine Zwille und dann könnt ihr damit quasi die Welt manipulieren, in der er sich befindet. Also es ist so, wie man hier sieht, so 2D-Welt. Und dadurch reagiert Pac-Man darauf, auf diese Welt, auf diese Veränderung und so weiter. Und dadurch könnt ihr ihn quasi indirekt lenken und hoffen, dass er natürlich immer das Richtige macht und so weiter. Finde ich ein sehr, 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 sehr interessantes Spielprinzip. Ich muss mir auch auf jeden Fall mal irgendwann mal das Modul besorgen, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Finde ich auf jeden Fall schön, dass sie quasi dieses Franchise genommen haben und mal was komplett anderes draus gemacht haben. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, es gab bestimmt Leute damals, die so, wow, Pac-Man, ja, kennst du, super. Pac-Man 2 muss ja noch besser sein. Und dann haben sie wahrscheinlich das Spiel gestartet und es ist was ganz anderes. Es ist ja, also so gesehen, ein Puzzle-Spiel oder Geschicklichkeitsspiel ist es so gesehen ja zumindest mit, wenn man es etwas großzügig interpretiert, ja immer noch, aber, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wenn man mit so bestimmten Erwartungen reingeht, ist das halt so eine Sache. Und ja, also viel mehr weiß ich über das Spiel, ehrlich gesagt nicht, aber finde ich schon echt interessant und auch dieser grafische Stil, den finde ich eigentlich sehr, sehr ansprechend, wie man hier sieht. Sehr schön bunt, es strahlt alles so ein bisschen friedlich aus und so weiter, ist nicht so düster, ist schon mal echt eine feine Sache, würde ich sagen.
Was haben wir denn hier? Oh. Ein Werbeinlay? Die Game Boy Special Edition ist da. Mach keine Witze. Das ist ja cool. Da ist nur ein Flyer drin. Sehr cool. Also ich gucke mir die Magazine ja auch im Vorfeld nicht an, damit ich es einfach hier so live kommentieren kann. Ne? Ich recherchiere auch jetzt nicht bei irgendwelchen Spielen immer vorher. Das ist ja cool. Oh, das ist ja sogar ein Poster. Das ist ja cool. Ich versuche euch das hier mal so in zwei Hälften zu zeigen. Bist du nackt? Nein, transparent. Ach, da haben sie hier diese verschiedenen Farben, wollen sie denn pushen. Ne? Hier mit diesem coolen Case und so weiter. Ist natürlich echt eine feine Sache. Wobei, das finde ich, damit kamen sie echt, echt spät dran. Aber wenn man bedenkt, dass das hier 95 ist, da war der Game Boy ja schon 6 Jahre alt und dann nur so einen Farbfacelift gemacht haben, die sind ja technisch nicht anders. Ah, schade, ist leider kein Poster, das man sich irgendwie hinhängen könnte, sondern, genau, hier werden die einzelnen Modelle vorgestellt. Bis auf die Farbe wurden die ja nicht verändert, das ist es ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass da jetzt bei dem Bildschirmwesen eine Hintergrundbeleuchtung kommen würde oder sowas. Aber hier ist er transparent, das ist natürlich so typisch 90er Jahre, transparentes Plastik in Elektronik und so weiter. Herrlich. Ja, wobei ich natürlich, dieser originale Gameboy mit dieser originalen Farbgebung hat natürlich bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen, aber diese Farben sind natürlich auch interessant. Ich habe den hier als Game Boy Pocket, den schwarzen. Ich habe leider keinen originalen Game Boy, muss ich mir irgendwann mal besorgen. Es ist bei mir halt einfach so, wenn ich die Wahl habe, ob ich mir ein paar Spiele hole oder quasi Konsole. Ich kann die Spiele ja abspielen durch meine Retro 5 und so weiter. Dann entscheide ich mich leider budgetmäßig, oder was heißt ja leider, dann natürlich eher immer für die Spiele und nicht für die Konsole. Aber wenn ich mal hier so einen richtig gut erhaltenen, so einen alten Grauen finde, die kann man da mittlerweile ja auch, denke ich mal, glaube ich, relativ gut überholen mit neuen Cases und so weiter. Ich packe mal hier das etwas zur Seite, sonst blockiert das hier. Ja, ich schweife ab. Pac-Man, ja, Various Woods. Da wurde ich ehrlich gesagt gar nicht mit warm. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das Spiel Various Woods heißt, weil der Wario ist ja quasi der Fiesling. Es ist nicht so wie bei Super Mario Land 3, dass er den steuert oder so. Es ist der Fiesling. Das ist ja das Seltsame. Ihr steuert eigentlich Toad. Also eigentlich müsste es ja Toads Woods heißen. Also jetzt nicht der... ja, das ist ja Toads Woods. Mir fällt gerade hier so ein... schlechter Witz ein mit Schniedelwutz. der ist so schlecht, dass ich den gerade nicht zusammenkriege. Aber ich schweife schon wieder ab. Das Spiel mag ich eigentlich nicht. Und zwar ist das ein Puzzlespiel, wo ihr eigentlich üblich irgendwelche Sachen stapeln müsst und so weiter. Das Problem ist, ihr steuert jetzt nicht irgendwie einen Cursor, wo ihr die Dinger irgendwie mit drehen könnt oder so, sondern ihr steuert Toad, mit dem ihr quasi über das Spielfeld flitzt und der nimmt halt diese Sachen auf und damit ja, packt er die irgendwo hin. Finde ich persönlich viel zu sperrig und das steuert sich irgendwie unnötig kacke. Ich weiß nicht. Ich wurde mit dem Spiel überhaupt nicht warm, ich kam damit nicht zurecht. Ich bin auch voll schlecht in dem Ding. Durch diese... ja, also eine indirekte Steuerung an sich ist es ja nicht, aber es ist halt eine sehr sperrige Steuerung und das weiß ich nicht, warum das sein musste. Kid Clown. Wir hatten ja schon eine Ausgabe, wo das großes Thema war und jetzt sogar als Poster da drin war. Hier scheint es so als Art Komplettlösung noch ein paar Level zu zeigen. Also da kann ich mir echt nur erklären, also grafisch sieht das Spiel top aus, wenn das irgendwo auf dem Fernseher im Kaufhaus sehen würdest. Würdest du sagen, boah, super, das kann das Super Nintendo. Aber von Gameplay her ist das echt Müll. Ich habe ja auch eine Retro-Panda-Quetzi-Folge damit gemacht. Einfach nur Mist. Kann man, ne? Aber na gut, die anderen Level scheinen auch so zu sein. Also für alle, die die Folge nicht gesehen haben und auch nicht die andere Club Nintendo-Folge, ihr habt halt Strecken, wo ihr mit diesen namensgebenden Kid-Clown runterlauft und ihr müsst dann... ja, irgendwelchen Hindernissen ausweichen. Ja, in der heutigen Handy-Jargon wäre das so ein Endless Runner, heißen die, glaube ich, wo man im Prinzip nur eine Strecke langläuft und Sachen ausweicht. Ist halt von der Steuerung sehr sperrig, weil das so eine isometrische Ansicht ist und dadurch, ja, es ist sehr fummelig und meins ist es so gar nicht, aber immerhin scheinen sie so ein bisschen, ja, wobei thematisch, es ist eine Eiswelt, es ist eine Lava-Dingswelt, also...
da könnte man jetzt so nicht mal sagen, dass sie jetzt wesentlich kreativ waren, was das angeht. Ich meine, das ist ja Standard in jedem Spiel, so eine Eiswelt, eine Feuerwelt und so weiter. Meins ist es nicht? Ja, die Schlümpfe. Auch hier scheint auch so ein ruhiger Monat gewesen zu sein. Sie stellen so kaum neue Spiele vor. Es ist eher so komplett lösungstechnisch hier. Wobei ich mich echt frage, warum man für irgendwelche Plattformer großartig Lösungen braucht. Für Rollenspiele oder sowas. Das sehe ich ja alles ein. Ne? Aber für sowas, das probiert man halt immer und immer. Und dann, ne? Entweder klappt es oder es klappt nicht. Und wie war es, die Schlümpfe? Bin ich persönlich mit ganz warm geworden. Ich habe ja sogar eine Retro-Panda-Quetzi-Folge gemacht. Das war, glaube ich, sogar eine der kontroversesten Folgen, quasi, die ich gemacht habe. Weil viele gibt es, die das Spiel sehr mögen. Und das Spiel ist an sich auch nicht super verkehrt. Die Steuerung passt alles. Es ist teilweise nicht ganz sehr intuitiv. Vor allem im ersten Level fand ich jetzt. Aber richtig, richtig schlecht ist das Spiel natürlich nicht, um Gottes Willen. Hat natürlich seine Fans. Ist nicht verkehrt, aber wie man auch hier sieht, so level-technisch erwartet eigentlich das ein, was man erwartet, ne? Kommen wir zu den Hotline-Tipps, Secret of Mana. Ah, das verstehe ich nicht, warum Leute Fragen zu Secret of Mana hier reinpacken, weil man hat doch, wenn man das Spiel kauft, diesen riesen Spieleberater dabei, wo das alles im Prinzip drinsteht, ne? Donkey Kong Country, die Schlümpfe, ja, König der Löwen, Jurassic Park, oh, das Poster. Ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Das sieht echt billig gemacht aus. Das ist irgendwie so ein schlecht aufgelöstes Cover von dem Spiel. Das haben sie wahrscheinlich extra nicht auf die komplette Breite gemacht, weil sie anscheinend da nichts Hochauflösendes gehabt haben. Weil ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gut sehen kann. Es ist von der Qualität her so etwas grisselig. Und um das irgendwie zu kompensieren, haben sie dann halt diese, ich sag mal, Clip-Arts drumherum gepackt. Ich weiß nicht, es hätte man aber wesentlich, wesentlich schöner machen können. Wie gesagt, dieses Cover-Art so als Ganzes und halt eine bessere Qualität wäre dann noch wesentlich besser gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, Power Rangers, Pack Attack, Top Gun, Game Boy. Ach, die Passwörter, das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, Dschungelbuch, Mega Man. Die Passwörter. Ja, Wario Blast. Clay Fighter, direkt zum Endgegner. Finde ich ja herrlich, dass die Leute hier, dieser Thorsten Finke hier, der hat ja hier die Passwörter von Mega Man quasi erspielt und eingeschickt. Sowas finde ich echt super, dass dann Leute sich wirklich da so viel dran gespielt haben, dass sie es eingeschickt haben. Herrlich. Ich war da eher leider nicht immer so ausdauernd und habe dann schon mal Abkürzungen schon damals genommen. Ich muss niemandem was beweisen. Spezialkurse, es gibt Spezialkurse? Na gut, die habe ich eh alle freigeschaltet auf mal. Ich habe ja noch das Original Super Mario Kart Modul von damals. Herrliches Ding. Ist auch eines meiner Lieblingsstücke meiner Sammlung. Ich werde jetzt auch bald mal ein Video machen mit den 5 Lieblingsstücken meiner Sammlung. Ich hoffe, da habt ihr auch so Bock drauf wie ich. Ja, Secret of Mana. Das Cover, die Art ist ja geil. Das hat so gar nichts mit dem Spiel zu tun. Hier, guckt mal. Ich guck mal, dass es so nicht spiegelt. Das sieht doch nicht nach dem Spiel aus, oder? Guckt euch mal die Charakterdesigns an. Okay, hier Boldi, der Kobold. Ich hab den immer Boldi genannt. Deswegen heißt er für mich Boldi einfach. Der ist hier ein Schneemann, quasi gestunt. Das ist ja eine Fähigkeit von, keine Ahnung. Aber guckt euch mal hier, wie die Prinzessin und der Krieger aussieht. Passt so gar nicht irgendwie. Es sieht irgendwie so wie Fanart aus, die sich aber nicht an den Stil der Vorlage gehalten haben. Ha! Ja, Eispalast ist hier Thema. Mit dem Weihnachtsmann und so weiter. Das fand ich damals echt lustig, dass es plötzlich diesen Weihnachtsmann da gab. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie so kurios. Super Punch-Out! Ja, das Spiel ist an mir damals komplett vorbeigegangen, obwohl ich riesen Fan des NES-Teils war. Ich weiß gar nicht, warum ich das gar nicht mitbekommen habe, aber
Wobei, so in meinem Herzen ist der NES-Teil immer noch ein Tick besser. Wobei der sich ja eher wieder zurück an das Arcade-Original von aus den 80er Jahren, worauf ja die NES-Version wieder quasi basiert, quasi konzentriert und diesen Stil versucht hat, mehr einzufangen. Weil einfach die technischen Möglichkeiten natürlich entsprechend waren. Auf dem NES muss natürlich in Kompromisse gemacht werden, deswegen ist ja der Little Mac ja auch so klein, weil sie sowas wie hier dieses Transparente natürlich nicht darstellen konnten auf dem NES. Ne? Aber schönes Spiel. Ach, das war's schon. Game Talk. Ach, so Tetris, so verschiedene Sachen mit Klötzchen und so weiter. Ja, Dr. Mario, habt ihr ja letzte Woche gesehen, sehr, sehr erfolgreich verkauft, was für mich so etwas überraschend war, dass das sich mehr als Link's Awakening und so weiter verkauft hat. Also Respekt, würde ich sagen. Ne? Ideal für den Game Boy, haben sie vollkommen recht. Diese einfachen Puzzle-Spiele, das passt einfach für den Game Boy. Ich weiß nicht, das passt wie Arsch auf einmal, ich weiß auch nicht. Hier versuchen sie noch den Virtual Boy ein bisschen zu pushen. Süß. Naja, wie wir alle wissen, klappt's nicht so ganz mit dem Push, würde ich mal sagen. Ja, die CES, gibt's die noch, die CES? Oder ist das schon in irgendeine andere Messe quasi? Ach, das ist ja die in Las Vegas. Die ist mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr so auf Spiele ausgelegt, sondern eher so auf neue Elektronik und so weiter. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Guck mal, Starwing 2 wird hier angekündigt. Das kommt ja auch nie raus. Mensch. FX Fighter. Aha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wusste ich noch nicht, dass mal so ein Kampfspiel irgendwie in Planung war mit diesem Super FX-Chip. Aber ganz ehrlich, da bin ich auch froh, dass das nichts geworden wurde. Mensch, Sprache. Weil mit 3 FPS, was so dieses Super FX-Chip-mäßige geleistet hatte, noch ein Fighting-Game. Aber da hat Nintendo halt den Druck der Konkurrenz mitbekommen. Ne? Der Sega hat schon mittlerweile die frühen 3D-Titel gehabt. Ich glaube, die PlayStation, war da schon raus oder kam der bald raus? Aber dann wollte man halt so ein bisschen versuchen, das Super Nintendo so ein bisschen aufzupimpen, damit es nicht ganz so auffällt, dass die Technik schon etwas antiquiert ist. Ja, 6 die Farbe Game Boys, da haben wir ja gerade das Dingeskirchen, den Flyer oder das Plakat, wie man das nennen will. Flyer ist es ja nicht, aber ein Plakat ist es ja so gesehen auch nicht. Ja, wie war's, das haben wir uns hier angeschaut. So, Tetris und Dr. Mario Wettbewerb. Oh, schade. Einsendeschluss ist der 12. Mai 95. Knapp vorbei, würde ich sagen. Knapp vorbei. Aber es ist cool, dass wir hier so einen Wettbewerb haben. Schon eine coole Sache. Mario Blast, ja, da habe ich schon einen Test zu gemacht, das ist echt cool, weil das ist so eine, ist quasi Bomberman, wo man auch Mario spielen kann. So kann man zusammenfassen, hat natürlich so ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel Bosskämpfe und so weiter. Aber das finde ich eine feine Sache, dass das hier so ein Crossover gemacht haben. Bei Bomberman bzw. Dino Blaster auf dem Gameboy habe ich damals geliebt. Finde ich persönlich immer noch einen Tick besser, aber das ist auch mal ein interessanter Ansatz. Der Versuch, dieses Spielprinzip so etwas aufzupimpen, sage ich mal. Ist auch gut gelungen, finde ich. Ne, hier gibt es verschiedene Bosse mit verschiedenen Strategien und so weiter. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Grafikpracht und Super Gameboy Rahmen. Immer mehr Super Gameboy Spiele fallen mit ihren Rahmen aus den Rahmen. Was für ein Mordspiel. Ich lach mich tot. Ja gut, da ist der Super Gameboy ja schon lange ja, erschienen gewesen. Und da haben sie dann natürlich auch die entsprechenden Rahmen dann mit auf die Module gepackt, um das so im Hinterkopf zu haben, dass wahrscheinlich einige Leute das mit diesem Super Game Boy abspielen können. Und das war natürlich, ich glaube hier, da gab es auf den Spielpackungen und auf dem Spielmodul war das Symbol dann ja auch etwas anders, dass es eben auch Super Game Boy kompatibel ist und dafür musste man, glaube ich, mindestens einen einzigartigen Rahmen haben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Space Invaders schießt natürlich die ganze Sache ab, weil da gibt es dann quasi ein Mini Super Nintendo Spiel noch mit auf dem Modul. Herrlich. Sehr, sehr interessante Sache. Das Comic, Donkey Kong Country. Wie immer, ich halte meine Finger weg. Könnt ihr jetzt pausieren, Space-Taste drücken, wenn ihr es euch durchlesen möchtet. So, das blätter ich weiter. Auch hier einmal die Space-Taste drücken. So. Ich hoffe, ihr habt den Spaß. So, die Charts. Gucken wir mal, Super Nintendo, Zelda 3, Donkey Kong Country, Secret of Mana, Super Mario World, Super Metroid, Schlümpfe, Earthworm Jim,
Earthworm Jim unter den Schlümpfen, aber ansonsten, okay, Mario Kart hätte ich jetzt etwas mehr, aber durchaus, doch, passt. Die Leser, Donkey Kong Country, Zelda 3, Secret of Mana, Super Metroid, mit Mega Man X, Stunt Race FX, das ist ganz schlecht gealtert. Game Boy, Zelda, sehr schön, Mystic Quest, oh, sind sich einig, Dr. Mario, Mario Land, Super Mario Land 3, ist da wahrscheinlich relativ neu erschienen, schätze ich mal, Donkey Kong, meinen Sie wahrscheinlich Donkey Kong Country, oder? Ach nee, gar nicht, das andere Donkey Kong, das, das andere, das, was dem Arcade-Original eher kommt. Super Mario Land 2, Pinball, Tetris, Quirk, ja, Quirk finde ich echt auch geil, dass er sich so lange hier drin gehalten hat. Super, Metroid 2, jo, passt. Diesmal habe ich nichts zu meckern, großartig bei den Charts. Mensch, NES, dass sie das immer noch durchgezogen haben, ne? Obwohl, erscheinen ja auch neue Spiele dazu. Zelda Dr. Mario Maniac Mansion, das ist immer noch hoch. Ich hatte auch letztes auch eine Ausgabe, da war es auch relativ vorgestellt, ne? Battle of Olympus. Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Mega Man 5. Ja, Mega Man. Ich kenne mich nicht mit Mega Man aus. Ich weiß, dass es, glaube ich, 5 Teile auf dem NES gab. Ich habe im Prinzip nur intensiv als Kind Mega Man Dr. Wily's Rache auf den Game Boy gespielt. Das war auch damals mein erster Mega Man-Titel. Ja, also ich finde die Mega Man finde ich gut, aber es ist so ein bisschen zu schwer. Also, ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, dass ich jetzt auf diese harten Spiele nicht so unbedingt stehe. Habe ich schon damals nicht so gemacht, aber es ist natürlich Plattformer-Action in purer Reihenform. Damit kann man, glaube ich, mit fast keinem Mega Man-Spiel kann man was falsch machen, aus der Ära zumindest. Aber ich kann euch jetzt zu dem Spiel echt nicht viel sagen. Okay, was haben wir? Die Superpfeile. Okay, dass man hier so ein bisschen so Saugnapfpfeile anscheinend schießen kann und auch hoch. Natürlich wahrscheinlich wieder neue Fähigkeiten und so weiter. Aber das Grundprinzip ist ja immer das gleiche geblieben. Ne? Ist natürlich auch immer cool gewesen damals. Da hatte man ja nicht diese Informationsquellen, wo man sich den ersten raussuchen musste. Na, welcher Robotermeister ist am besten am Anfang zu töten und mit welchen Robotermeister kann ich jetzt mit dieser neuer Form eine Waffe denn am besten erledigen? Wunderbare Sachen. Also Mega Man ist schon ganz cool. Ach, und hier haben sie schon wieder die Dings. Also die verschiedenen Farben haben sie, glaube ich, echt großartig gepusht, würde ich sagen. Ja, und damit sind wir schon durch, ne? Hier haben wir nochmal Werbung für Various Woods. Ansonsten, schöne Ausgabe, nicht sehr spektakulär, das meiste sind ja so Tipps und so weiter. Ich weiß nicht, ob es da nicht groß was erschienen ist zu der Zeit, aber es war natürlich auch so eine Art Übergangszeit. Ne? Das Nintendo 64 war so langsam aber sicher, obwohl ich glaube, das ist ja Ende 96 erschienen, also ein bisschen Zeit war da noch. Aber ich glaube, da haben sich schon viele Entwickler schon eher so drauf konzentriert, aber das ist jetzt nur so aus dem Bauch heraus vermutet, also nehmt das nicht für voll. Aber ansonsten, ich danke euch, ihr wunderbaren Menschen, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.